Helene Fischer der perfekte Start in den Tag. Die letzten Tage ihrer Megatournee für das laufende Jahr waren gezählt. Helene Fischer spielte in der letzten Woche die finalen Konzerte in Zürich. Weiter geht es dann erst im Januar in Frankfurt, bis die Tour im März in München ihren großen Abschluss feiert. Ihre Konzerte toppen alles, was es bisher gab: mehr Effekte, mehr Tänzer, mehr Akrobatik, mehr Beats und mehr Helene. Der Preis für dafür? Hoch. Schon vor Tourstart trainierte Helene mit ihrer Crew stundenlang, sogar bis in die Nacht hinein, um ihren Fans eine Show der Extraklasse bieten zu können. Nach einem harten Tag hat man sich auch mal ein persönliches Bonbon verdient. Das dachte sich auch die unechte Blondine, als sie auf der Bühne bei einem Konzert in Mannheim einen ganzen Liter Bier trank und das in Rekordzeit. Nur knapp 16 Sekunden brauchte sie, bis das Glas leer war. Die mehr als 10.000 Fans vor Ort waren außer Rand und Band und feuerten sie lautstark an. Helene bändigte das Publikum aber mit den Worten: "Ich stoße gemeinsam mit euch an. Auf die guten alten Zeiten und auf das, was wir schon bisher gemeinsam erlebt haben. Also, auf euch. Ich habe super Bock auf euch." Was als kleiner sympathische Lösung gegen den Durst anfing, sorgte in den Zeitungen für ein wahres Medienecho. Auf sehr sympathische Art kam dann am frühen Morgen die Antwort auf die Aktion: ein Bild, auf welchem sich die 33-Jährige ein Glas Nutella genehmigte. Gefüllt war dieses aber nicht mit der beliebten Nuss Nougatkerne, sondern mit portugiesischem Gerstensaft. Dazu gab es die Worte: Frühstück. Die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ironischerweise verbaute sie ein Wortspiel mit dem Bier Super Bock und erzählte so ihren Fans: Los goats zum Endspurt Zürich. Ich hab super Bock auf euch. Eine unheimlich sympathische und selbstironische Art, die nicht nur bei ihren Fans, sondern auch bei unserer Redaktion sehr gut ankam. In diesem Sinne, Prost, Helene.